Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 56 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um Bragi, den Gott der Dichtkunst und der Skalden, der auch ein Gott mit einem sehr interessanten historischen Ursprung ist. Bragi ist in späten nordischen Quellen als der Gott der Dichtkunst und der Skalden beschrieben und von ihm heißt es in Snorris Edda, dass er einer der Asen sei und berühmt für seine Klugheit ist, aber am meisten für seine Beredsamkeit und seine Wortkunst. Er beherrscht die Dichtkunst von allen am besten und sie wird nach ihm Braga genannt. Und die Menschen, die die Wortkunst besonders gut beherrschen und besser sind als andere darin, werden ebenfalls Braga genannt, sei es Mann oder Frau. Bragi wird damit bei Snorri als ein Gott genannt und als einer der Asen beschrieben, der für Dichtkunst und Rede zuständig ist. Einen Mythos zu Bragi finden wir aber nicht und wir erfahren auch nur sehr wenig über diesen Gott. Zu ihm gehört keine der Hallen von Asgard und keine der Göttermythen dreht sich um ihn. Wir erfahren nur, dass er der Ehemann der Göttin Idun ist, der Göttin der Jugend, die aber selbst einen weit bedeutenderen und größeren Mythos hat als Bragi selbst. Und Snorri nennt Bragi auch noch als einen Sohn von Odin, wobei das nur am Rande in einem Keningar erwähnt wird. Seinen größten Auftritt hat Bragi so in der Lokasenna, als der erste Gott, der von Loki aufs Korn genommen wird. Als Loki in die Halle zurückkehrt, bedankt er sich bei allen Göttern, außer bei Bragi, da dieser laut Loki schwach und feige ist, und während andere kämpfen, sitzt er immer nur daheim auf der Bank. Bragi droht ihm dafür, dass er ihn im Kampf besiegen würde, wenn sie nur vor dem Tor der Halle wären und er mit Lokis Kopf zurückkommen würde. Doch Loki meint dazu, dass er nur so kühn ist, eben weil er nicht vor der Halle steht und nicht kämpfen muss und er am Ende nur ein Feigling ist. Bragi will dann weiter gegen Loki reden, doch seine Frau Idun hält ihn zurück und Lokis Spottrede wendet sich daher nun ihr zu. Außerhalb dieses einen Auftritts in der poetischen Edda taucht Bragi am meisten noch bei Snorri auf. Hier wird er nicht nur als einer der Asen und als Gott beschrieben, sondern hat auch eine große Rolle im zweiten Teil von Snorris Edda. In der Sprache der Dichtkunst, wie dieser Teil der Edda heißt, ist Bragi der Erzähler und berichtet auf einer Feier der Götter von vielen Göttermythen und Keningar, die Snorri darstellt und erklären will. Damit ist Bragi in der Rahmenhandlung dieses Teils der Edda der Erzähler. Ansonsten taucht Bragi nur in einigen sehr wenigen Erwähnungen und ganz am Rande auf und außerhalb von Snorris Edda und der einen Szene in Lokis Spottrede scheint er nicht einmal zwingend als Gott zu erscheinen und das hat auch einen guten Grund. Denn es gibt auch einen ganz historischen Bragi, der der älteste uns bekannte Skalde ist und dieser scheint mit der Zeit nach seinem Tod als Gott in die Reihen der Asen aufgenommen worden zu sein. Der historische Bragi war ein nordischer Dichter. Ein Skalde, aus dem 9. Jahrhundert, vermutlich aus Norwegen. Mit vollem Namen wurde er Bragi Bodason der Alte genannt und auch wenn eine genaue Datierung seines Lebens schwierig ist, haben wir zumindest einige Anhaltspunkte. Nach einigen Quellen lebte Bragi von den Jahren 835 bis 900, doch in anderen wird er auch als der Skalde des legendären Schwedenkönigs Beli, aber auch des legendären Königs Björn Athaugi genannt, womit er schon im Jahr 830 erwachsen gewesen sein müsste. Damit lebte also das historische Vorbild für den Gott Bragi irgendwann um die Mitte des 9. Jahrhunderts. Und von diesem historischen Skalden Bragi sind uns noch heute einige wenige Texte in Fragmenten erhalten. So wurde uns von Snorri das Gedicht Ragnars Draper überliefert, das von Bragi geschrieben worden war. Dieses Gedicht, das so viel wie das Gedicht auf Ragnar heißt, ist das älteste uns noch bekannte Skaldengedicht überhaupt und besingt einen Helden namens Ragnar, der manchmal auch mit dem Helden Ragnar Lodbrok identifiziert wird, was aber durchaus umstritten ist und als eher unwahrscheinlich gilt, dass der Ragnar von Bragi der gleiche ist wie Ragnar Lodbrok. Darüber hinaus beschreibt dieses Gedicht noch weitere Mythen und Sagen der Helden und Götter. Und mit diesem ältesten uns bekannten Gedicht ist auch Bragi der älteste uns bekannte Skalde der nordischen Literatur überhaupt. Doch nicht nur für uns heute ist Bragi mit seinem Ragnar Straper der älteste bekannte Skalde der nordischen Literatur. Auch schon im Mittelalter wurde Bragi als der älteste und erste aller Skalden gesehen und erlangte wohl schon zu Lebzeiten großen Ruhm und muss weithin bekannt gewesen sein. Und genau dadurch wurde Bragi nicht lange nach seinem Tod bereits zu einer mythischen Gestalt. Durch seinen großen Ruhm als der erste der Skalden wuchs sein Ansehen immer weiter, von erst einer legendären Figur bis hin zu einem Gott der Dichtkunst bei Snorri im 13. Jahrhundert, also etwa 400 Jahre nach seinem Tod. Zunächst aber war Bragi Bodason kein Gott, sondern eher eine Berühmtheit und glich mehr einem sagenhaften Helden.
Wie weit er tatsächlich in Skandinavien zu Lebzeiten bekannt war, wissen wir natürlich nicht, aber in den älteren Erwähnungen seines Namens tritt er ähnlich zu einem großen Helden der Sagen auf, was vermuten lässt, dass sich das Wissen um Bragis Können und Dichtkunst wohl durchaus verbreitet hatte und auf jeden Fall großen Eindruck bei seinen Zuhörern hinterließ. Zweimal tritt Bragi so als Held in Asgard in Erscheinung, sowohl im Harkonnermal wie auch im Eirexmal. Diese beiden Lieder stammen jeweils aus dem 10. Jahrhundert, also nicht mehr als 100 Jahre nach Bragis Tod, und besingen jeweils den Einzug von König Harkon und von König Eirek Blutaxt in Valhalla, nach ihrem jeweiligen Tod in der Schlacht. In beiden Lobliedern wird auch Bragi erwähnt, als die beiden Könige jeweils nach Valhalla kommen. Der Dichter ist ebenfalls in Valhalla und heißt die Helden und Könige dort als Ehrengäste willkommen. Hier wird Bragi also ebenfalls als eine heldenhafte Figur dargestellt, die nach seinem Tod nach Asgard und Valhalla geholt wurde. Eine weitere sehr kurze Erwähnung findet sich dann noch im Grimnismal aus der poetischen Edda, wo Odin Bragi als den ersten der Skalden aufzählt. Auch damit ist Bragi nicht als Gott gemeint, sondern als eine Sagenfigur, als ein Held und legendärer Dichter. Mit diesen Erwähnungen in den beiden Liedern für Harkon und Eirik Blutaxt zeigt sich, dass Bragi durch seine Berühmtheit als Skalde schon rasch nach seinem Tod den Rang einer sagenhaften Figur erlangte und seinen Platz in solchen Liedern und Mythen fand. Tatsächlich weist hier in der älteren Skaldendichtung nichts darauf hin, dass die Erwähnungen von Bragi ihn als Gott darstellen sollen. Sie alle beschreiben ihn eher als einen Helden und eine Figur, die für seinen Ruhm bald schon legendären Charakter erhielt. Und er war wohl späteren Skalden noch sehr gut bekannt und wurde von diesen bewundert. Immerhin zitierte er auch noch viele Jahrhunderte später Snorri eines von Bragis Gedichten. Dieser Ruhm und seine darauf folgende Stellung als legendärer erster Skalde führte aber dann schließlich dazu, dass Bragi vom legendären Dichter zum Gott der Dichtkunst aufstieg und als solcher erklärt wurde. Diese Wandlung vom sagenhaften Dichter zum Gott fand aber sicher erst nach der heidnischen Zeit im christlichen Mittelalter durch Autoren wie Snorri statt, die die Sagen und ihre Figuren und Götter mehr ordnen und kategorisieren wollten. So wurde der legendäre erste Skalde Bragi maßgeblich durch Autoren wie Snorri ganz einfach zum Gott erklärt. Ebenfalls deutlich gemacht wird die Tatsache, dass Bragi zur heidnischen Zeit kein Gott war, dadurch, dass es neben ihm ja schon einen viel älteren Gott der Dichtkunst gibt, den Allvater Odin. Dieser trägt ebenfalls neben seinen vielen anderen Rollen und Funktionen die Rolle als Gott der Dichtkunst und sein Mythos, wie er die Dichtkunst in Form von Met aus Kvasirs Blut vom Riesen Suttung stiehlt und diese dabei zu den Menschen und Göttern bringt, dürfte älter und bedeutender sein als Bragi und so dürfte man Odin als den eigentlichen Gott der Dichtkunst in der heidnischen Zeit sehen. Und auch wenn viele Dichter und Skalden, die nach dem historischen Bragi lebten, diesen wohl als wahrlich sagenhaften Meister gekannt und respektiert hatten, so war Odin am Ende doch der eigentliche Gott der Dichter. Bei den Germanen der heidnischen Zeit war Bragi also kein Gott, sondern der legendäre erste Skalde, der von so großem Ruhm und Können war, dass er von Odin nach Valhalla geholt wurde. Und erst danach in der christlichen Zeit wurde er in der Sagenliteratur zur Göttergestalt erklärt. Was auch bedeutet, dass die Nordgermanen Bragi zwar sehr gut kannten, ihn aber nie als Gott verehrten und anbeteten. Dennoch hat Bragi aber, auch wenn er nie als Gott verehrt wurde, als mythischer erster Skalde und ältester bekannter nordischer Dichter eine wichtige Rolle und Stellung in der Kultur der Nordgermanen. Während die Tatsache, dass Bragi kein eigentlicher Gott der heidnischen Zeit war, den Grund dafür darstellt, warum wir keinen Mythos zu ihm haben und es auch nur sehr wenige Keningar zu diesem vermeintlichen Gott bei Snorri gibt. So konnte ihn Snorri eben nur als Ehemann der Idun nennen, die auf der anderen Seite durchaus eine tatsächliche Göttin der heidnischen Zeit war und auch einen durchaus bedeutenden Mythos hat. Dies ist eines der wenigen Keningar von Bragi, dass man ihn als Iduns Mann beschreiben soll. Die drei anderen Keningar, die laut Snorri für Bragi verwendet werden können, sind dann noch Urkünstler der Dichtkunst und Bärtiger Ase oder Odins Sohn. Und wenn man jemand anderen mit einem Keningar beschreiben will und diese Person einen langen Bart hat, so soll man sie Bart Bragi nennen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.